Die nachfolgenden Spielszenen sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play Together Dead Island. Ja, wie ihr merkt, ich bin alleine. Und das hat auch einen guten Grund, denn ich befinde mich aktuell im Prolog des Spiels und den kann man nur alleine spielen. Das Together beginnt erst sozusagen im ersten richtigen Level, im ersten Akt. Und ab dann werden wir dann auch wieder gemeinsam losziehen und ihr werdet auch wieder Zacks Stimme hören, denn der ist jetzt schon weg. Es ist jetzt mittlerweile, ja, 2:30 Uhr morgens und dann wollen wir mal sehen, was hier so ist. Ich spiele das Spiel in Englisch. Ob ich das noch ändern werde, ob ich mir das nochmal auf Deutsch einstellen werde, das weiß ich noch nicht. Wird die Zeit zeigen. What do we have here? Ja, was haben wir denn hier, meine Gute? Medikit. Und Geld. Ja, ich bin eine Frau. Man konnte sich am Anfang... viel Geld, $135. Man konnte sich am Anfang aussuchen, was für einen Charakter man spielen wollte. Es gibt 4 zur Auswahl. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich gerade gestehen, ich habe den Namen vergessen. Das werde ich noch nachtragen, auf jeden Fall. Der steht jetzt gleich hier unten irgendwo eingeblendet. Den habe ich auf jeden Fall genommen. Und diese nette Frau ist eine, ja, Scharfwaffenexpertin. Sprich, sie ist sehr gut im Umgang mit Messern. Denn der Zack und ich, wir haben uns schon unterhalten und er übernimmt dann eine Person, die besonders gut als Tank ist. Sprich, die viel aushält. Und ich mache dann eher den Damage-Dealer in diesem Fall. Ist ja ein ganz normales Rollenspiel für sich. Nur das Setting ist etwas anders. So. Ich glaube, ich habe alles durchsucht. Ja. Wir sehen, wir sind in einem Hotel aufgewacht. Und wir nehmen hier einfach mal von allen Leuten, die hier sind, die Geld oder die Mitbringsel mit, ja, wenn es Klebeband ist oder hier irgendwelches Metallzeug oder noch mehr Metallzeug. Wunderbar. Geld, die ganze Brieftasche, natürlich. Noch mehr Geld. So. Habe ich jetzt alles? Ja. Yay, Tür aufbrechen. Niemand da. Sehr gut. Da ist nix. Anything will help. Seife! Ja, kann ich mich waschen. Sehr, sehr gut. Ist aber schon ein interessantes Hotel. So, muss ich schon sagen. Hier ist auch nix. Die Badezimmer sind immer recht leer. Was habe ich denn eigentlich an? Was habe ich denn für Schuhe an? Ich glaube, ich habe hochhackige Schuhe an. Das ist nicht so toll. Wie sollen wir denn da... Obwohl, doch, das geht eigentlich mit hochhackigen Schuhen gegen Zombies kämpfen. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. So, watsch, da steckt das Ding im Kopf. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das innerhalb von einer Folge diesen ersten Part abzuwickeln. Den Prolog. Aber ich bin mir da gerade nicht so sicher... Press Umschalt to Sprint. Tatsache. Ob ich das in einem Part hinkriege. Aber sollte ich das nicht in einem Part hinkriegen? Egal. Machen wir es wie im etwas zu lang geratenen Splinter Cell Part. Ich pack das einfach, teile das einfach in zwei. Und gebe euch alles gleichzeitig. Alles schonungslos wird alles gleichzeitig rausgehauen. Einfach raus damit. Ja. Das ist ja... Also, da darf man nicht kleinlich sein in so einem Moment. Was sind denn die News? Got in my Z.
oder? God in my Z? Weil ich glaube, das eine O, das zweite O und das L und hier das andere da hinten soll weg sein. God in my Z. Keine Ahnung, was das heißen soll. Gott in meinem Zettel. Im Zweifelsfall. So. Kann man hier noch eine Tasche aufmachen? Nein, kann man nichts plündern. Was haben wir hier? Telefon! Klingeling. Ja, ich weiß, dass wir Umschalt pressen können, um zu sprinten. Liebes Spiel. Cutscene. Ah, das sind wir. Doch, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Da könnte man sich vorstellen, Urlaub zu machen. Wow. Wow, okay. Natürlich mit weniger Toten. An sich, der Urlaub ist ja praktisch schon vorbei. So. Maybe there's something useful. Ja, natürlich ist der something useful, meine Gute. Geld ist immer useful. Wobei ich mich gerade frage, wozu, bitteschön, braucht man Geld in einer Zombie-Apokalypse? Ich würde euch ja jetzt auch gern noch mit irgendwelchen Informationen über das Spiel, ja, vollstopfen sozusagen, aber ich weiß nichts. Ich habe mich nicht wirklich großartig über dieses Spiel informiert. Ich gehe meistens eigentlich, wenn ich das Spiel nicht von vornherein schon sowas von geil finde, dass ich jede Information aufsauge, gehe ich sowieso meistens so ran, dass ich sage, okay, ein Spiel muss mir erklären können, was es will, ne? Worum es geht und so weiter und so fort. Das darf ich nicht, oder ich muss, um rauszufinden, was zu tun ist, muss ich nicht vorher 50 Millionen Seiten im Internet durchlesen. Das muss mir das Spiel schon selbst sagen können. So. Das ging jetzt schief. Aha. Da ist noch eine Katze. Die Mücke hier stirbt gleich. Au. Das kann heftig enden. Wow. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein. Oh. Puh. Schwein gehabt. Schwein gehabt. I can see it through the camera. Feeling all Huh? right, mate? Ah. Strikes, fever, Hallo. chills. Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get the hell out of there. Do Ja, sehr exactly gut. as I say, okay? You're gonna have to Ja, trust mach me. ich. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Okay. Sind jetzt hier Zombies? Nein, sehr gut. Also ich soll meine Waffe suchen. Okay, da ist nichts. Schnell mal hier alles durchsuchen, vielleicht ist ja irgendwo eine Waffe drin, ne? Obwohl, eigentlich dürfte er deodorantisch. Blödes Lesen und Sprechen. Eigentlich dürfte er hier eigentlich theoretisch keine Waffe drin sein, weil jeder, der schon mal im Urlaub war, weiß. Wohl. Doch Messer könnten drin sein im Koffer. Jetzt wollte ich gerade schlau daherreden, aber es ist ja, stimmt ja gar nicht, denn im Handgepäck darf man keine Waffen mit sich führen. Also, Waffen sind da auch schon Flüssigkeiten über 100 Milliliter. So, was haben wir hier? Nochmal God in my Z. Also, irgendwie. Das hat doch was zu bedeuten. Spiel, sag mir, was das zu bedeuten hat. Nichts. Nichts. Okay, ist halt mit Turnschuhen lang gelaufen. Offensichtlich. Hier ist alles abgeschlossen. Ich würde gerne mal wissen, was hier so ist. So Speiseraum zur linken, Panoramaterrasse zur rechten. Pool geradeaus. Oh, da liegt einer. Bin ja bei Zombie-Spielen. Ich spiele ja auch Left 4 Dead, bin ich immer sehr vorsichtig. Hallo? Achso, und bevor ihr fragt, Steam Ingame ist deaktiviert, sprich, ihr werdet nicht sehen, Geld. Wenn es irgendwelche Erfolge hagelt oder wenn irgendjemand online kommt oder offline geht oder wenn es irgendwelche anderen Regungen gibt von irgendwelchen Leuten. Das ist ja nur hinderlich. So. It's the infected! Run! Run for the storage room! It's the infected. Ach du Scheiße. Wow, 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 wow. Laufe ich hier richtig? Ja, ich laufe richtig. Minimap, unten rechts. Alles klar. Oha.
sehr gut. Boah, Mensch, da. Wow. Alles klar. Hey, wer seid ihr? Seid ihr auch Zombies? Wieso haben die Zombies mich nicht gefressen? Meine Güte, ist der nervös. Eieieiei. Do you know how close we came to bashing your head in? Wo sind wir denn hier? Fuck, I should have never listened to Cinemoy. God in my Zed. Ich habe absolut keine Ahnung. Hallo, Freund. Oh, fact. Collectible item found. War neue Hero. Excerpt 1. Was? Wieso? Was? Jemand ist draußen, okay, dann helfen wir ihm doch. You need to find a weapon. Ich muss eine Waffe finden. Paddel! Ist das eine Waffe? Ah. This is fucking crazy. Natürlich ist das crazy, aber richtig. One, two, fuck it, three. Oha. Ich würde gern was tun, aber aua. Geh weg von mir, du. Achso, oh, jetzt kommt noch einer. Hallo, was ist hier oben? Ah. Und jetzt sieht man, glaube ich, auch, warum das Spiel ab 18 ist und in Deutschland bis jetzt noch nicht rauskommt. Wahrscheinlich. Weil es, glaube ich, schon mittlerweile sehr sicher ist, dass das Spiel in Deutschland nicht rauskommt. Wo kommen sie again? Aha. Lifeguard. Ey, das war doch der mich gerettet hat. Gerade eben. That's the last one. Yay. Okay then. Thanks, mates. Bitteschön. Act 1. Das war's dann jetzt mit dem Prolog. Oh, nein, es kommt doch noch ein Video. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. I found you. You beat up pretty bad. Improving. Level up. Okay, das war jetzt dann aber endgültig der Prolog nach diesem Video. Ging doch schneller als gedacht und interessantes Spiel. Wir sehen uns dann im nächsten Part im Let's Play Together Dead Island. Bis dahin.